Kanal und einem neuen Video. Wir verlassen gerade die schöne Navarino-Bucht und fahren an Pylos vorbei. Und jetzt geht's nicht viel weiter nach Metoni. Soll auch sehr schön sein. Das wollen wir uns jetzt als nächstes angucken. Ja, und hier ist die Einfahrt oder auch die Ausfahrt in die Navarino-Bucht. Das schaut wirklich toll aus und ist auch ganz wild, wenn man da durchfährt. Jetzt sind wir mit Toni angekommen. Wir ankern gleich in der Bucht hinter der Burg. Da ankern auch noch mehrere, nicht nur wir. Das ist ein richtig schöner Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Boote aktuell. Und heuer sind wohl ein paar mehr Boote unterwegs außenrum, weil der Kanal von Korinth gesperrt ist. Alle, die nach Athen wollen oder in die Ägäis, müssen außenrum, so wie wir. Jammers. Ja, und das ist das Wetter hier, was für morgen angesagt ist. Das ist Donnerstag, 19. um 10 Uhr. Allerdings sind Windböen, aber beim Ankern haben wir festgestellt, die Windböen kommen eigentlich immer, wenn sie angesagt sind. Und wie gesagt, wir sind ja hier in Metoni, da schaut es ganz gut aus, teilweise so ein bisschen rot, ja, und die Skoroni war uns eben zu offen hier. Und weiter unten am Peloponnes, vor allem beim letzten Zipfel unten, da bläst es ganz schön rüber, sind teilweise 50 und noch mehr Knoten. Muss man nicht haben, deswegen bleiben wir hier, wir haben ja Zeit. Und dann am Freitag oder spätestens am Samstag ziehen wir ganz gemütlich weiter. So, jetzt kommt der gemeldete Wind. Wir hatten auch eine schöne ruhige Nacht, aber jetzt in der Früh geht's los. Wird auch ganz dunkel. Gucken wir mal, was da kommt. Ob es so kommt, wie sie es gemeldet haben. Die haben unterschiedlich gemeldet, die Windmodelle. Ja, jetzt regnet es ein bisschen und es blitzt auch ab und zu. Aber es ist kein Wind. Haben wir es ganz gut verwischt hier in Metoni bisher. Schön, jetzt wird das Boot mal wieder ein bisschen gewaschen. Und blitzen tut es auch noch und donnern. Aber alles im Rahmen. Ja, diesmal war es ein sauberer Regen, der da runterkam, ohne Saharasand. Und jetzt wischen wir alles ein bisschen trocken. Und dann strahlt sie wieder. Die Wohltat. Ja, und das Salz ist runter. Größtenteils. Oh, hat das alleine geklappt? Super. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Wie viel Kilo hat's? Ja, 14, nicht 15. 14 Kilo. Gestern, glaube ich, 15 gesagt. Ja, das haben wir jetzt mehr oder weniger umsonst hingemacht. Es ist ja irgendwie überhaupt kein Wind gekommen. Was uns aber auch recht ist. Und wir holen nämlich jetzt den Anker hoch. Und dann legen wir ab, weil es hat ja irgendwie auch überhaupt keinen Wind. Mal gucken, ob wir überhaupt segeln können. Und dann gehen wir 5 Seemeilen darüber in diese Richtung. Und da wollen wir nach Finikunda. Das soll sehr schön sein, haben wir gehört. Und das machen wir heute noch. Und jetzt reißt es auch richtig wieder auf. So, das ist hier das
angeblich so hübsche Örtchen Finikunda. Das sieht doch ganz süß aus. Kann man auch sehr gut ankern. Bisschen Schwell hat's. Mal gucken. Ist eine gute Entscheidung, war jetzt schon mit Toni wegzugehen, weil da sind wir super ruhig gelegen. Ja, jetzt ist blöderweise Südwind aufgekommen, der genau in die Bucht steht, gell? Ja, hat aber auch gemeldet, soll im Laufe des Tages am Nachmittag auf Westen drehen, dann auf Nordwesten und sogar bis Nord in der Nacht, ganz leicht. Und nach 3 Tagen mit Toni haben wir mal einen Ortswechsel gebraucht. Ja, und das sieht ganz, ganz süß hier aus. Ganz ein nettes Dörfchen und ein sehr schöner Strand. Heute sind wir am Campingplatz bei unseren Freunden. Da sind wir hingelaufen von Finikunda aus. Und der ist echt sehr schön. Der ist total am Strand gelegen, der Campingplatz. Und macht auch einen ganz tollen Eindruck. Ja, mein Mann, die ist gestern Abend noch ein kleines, naja, fast ein großes Malheur passiert. Und zwar waren wir mit Jörg und Ute in Finikunda essen und sind dann zurück zum Beiboot und hatten das an der Mole so festgemacht. Und da waren aber unten noch so Steine. Und Andi steigt da drauf. Es war schon dunkel, war nur Beleuchtung von der Laterne und sieht so ein Loch nicht, weil es da eigentlich aussah wie ein Schatten und tritt da rein, verliert das Gleichgewicht, wäre auf die Steine geflogen und hat sich dann ins Wasser fallen lassen. Ja, und hat sich auch ein bisschen aufgeschürft, ist Gott sei Dank nicht sehr schlimm. Aber die Klamotten waren total nass und Rucksack und alles. Und ich hatte aber gestern hier am Campingplatz bei Jörg und Ute schon Waschmaschinen entdeckt. Und denke ich mir, okay, da hauen wir das doch alles gleich hier in die Waschmaschine. Die Ute hat mir Marken besorgt, ganz lieb. Und die Waschmaschine läuft jetzt, inklusive den salzigen Sachen. Rucksack hier ausgespült und Schuhe vom Andi ausgespült. Ja, und jetzt warte ich, bis die Waschmaschine fertig ist und dabei kriegt man sogar einen Kaffee bei Jörg und Ute. Also als Tipp, an den Campingplätzen gibt es ja meistens Waschmaschinen. Also wenn man irgendwie vor dem Campingplatz oder in der Nähe vom Campingplatz ankern kann, ist das manchmal ganz gut, wenn man Wäsche waschen muss. Waschtag, jetzt bläst der Wind auf. Sau blöd. Was meinst du? Es wird nicht weniger Wind werden, nachmittags. Ja, das war uns jetzt zu riskant da draußen, gerade für die großen Teile, die flattern da wie wild durch die Gegend. Soll nichts über Bord gehen, das wäre echt übel. Andi hat eine ganz tolle Leine gespannt, von vorne bis hinten. Ich glaube, da kriege ich alles drauf. Ein paar Socken hängen draußen. Wahnsinn. Gerade blöd heute. Die Idee war jetzt gar nicht schlecht, hier innen die Wäsche aufzuhängen. Sieht zwar extrem lustig aus, aber wenn man alle Fenster auf, bläst schön durch. Und da gehen wir uns halt einfach nur mal sicher, damit wir keine Wäsche verlieren. Die Wäsche ist da drin jetzt auch gut getrocknet. Jetzt lässt der Wind auch nach. Jetzt haben wir eine richtig schöne Abendstimmung. Und wir essen noch gerade so Abend. Und ich glaube, es schmeckt ganz gut, oder? Super. Ich habe gekocht. Es gibt einfach Spirelli-Nudeln mit Paprika-Zucchini-Gemüse und das Ganze ist mit Feta verfeinert. Wir sind wieder unterwegs und heute soll es nach Koroni gehen. Und um nach Koroni zu kommen, müssen wir am Kap Akritas, um das Kap Akritas rum. Das ist der westliche Finger vom Peloponnes. Und da sind wir jetzt schon bald. Und jetzt scheint auch wieder ein bisschen Wind zu kommen. Wie wir abgelegt haben, war Wind, kaum waren wir unterwegs, war das Wasser wieder glatt, Wind wieder weg, Motor angeschmissen und jetzt können wir aber die Genua wieder rausholen. Das Gros steht eh noch, jetzt können wir wieder segeln.
Coroni kann man schon gut sehen. Wir sind aber noch nicht so richtig auf Kurs. Und jetzt werden wir nachher halsen, bis wir wieder in die richtige Richtung segeln. Coroni sieht auch total hübsch aus, wenn man hier so ankommt. Und wir holen jetzt noch das Großsegel dann runter. Und dann ankern wir hier hinten, hinter der Mole, wo auch schon ein paar andere Boote ankern. Es ist gerade ein bisschen durch Corona durchgebummelt. Weil der Burg hier hochgelaufen ist echt nett hier. Ich glaube, da bleibt man ein, zwei Tage und dann ziehen wir weiter. Und morgen schauen wir die Burg an. Wieder meine Burg, genau. Wir ankern gerade um hier vor Coroni, weil, nachdem wir heute ins Wasser gucken konnten, heute Morgen, weil das Wasser ganz glatt ist, jede Menge Steinbrocken hier drin. Wenn sich da der Anker verklemmt oder die Kette, dann hat man echt ein Problem. Wahnsinn. Und jetzt suchen wir irgendwie eine sandigere Stelle. So, da liegt unser Anker, da wo mein Schatten ist. Und er hat sich auch schon ganz gut eingegraben. Ja, heute ist hier Sonntagsmarkt in Coroni und wir haben auch schon zugeschlagen. Wir haben nämlich noch eine Schale bzw. ein Körbchen gebraucht für unser Obst. Das passt jetzt da wohl nicht rein, Schatz, in den Rucksack. Ich glaube, wir brauchen eine Tüte. Da drüben ist der Korbmensch. 8 Euro für ein Körbchen. Kann man nichts sagen. So viel Knoblauch. Schön. Das ist der 22. Mai und es beginnt wirklich die Zeit, wo man lieber im Schatten wartet, wo du stehen bleibst, als in der Sonne. Das war vor ein paar Tagen noch anders. Ja, es war jetzt noch lange kühl, gell? Oh, ist die niedlich, hä? Mhm. Ganz eine bunte. Hallo. Hallo. Hübsch. Ist niedlich, ja. Ganz eine zarte Junge. Hallo. Das ist ein kleines Kloster. Hier sind auch noch so Nonnen aktiv, verkaufen ein bisschen was. Echt nett. Richtig lieblich. Ja, schau mal. Eine ganz dünne Leine gewesen. Und den Knoten mal drauf hast, dann hast du die Meisterprüfung bestanden. Ja, das schaut richtig gut aus. Richtig handig. Ja. Ja, während wir jetzt weg waren, ist ein bisschen Wind aufgekommen. Das haben sie aber auch gemeldet, Westwind. Und die Horizont ist mal noch da, wo wir sie geparkt haben.
gut so. Und jetzt sind wir wieder an Bord, ist vielleicht besser so. Da vorne schaumt es ganz schön. Haben noch ein bisschen Kette gegeben. Haben wir einen guten Kauf gemacht? Ja, ist super. Kleine Solarschüssel wieder. Hoppala. Ey du. Oh, perfekt. Jetzt müssen wir hinten reinpassen. Perfekt. Supi. Auf deine Salatschüssel wieder. Genau. Ja, der Wind hat noch nicht nachgelassen. Pfeift immer noch ganz schön da draußen. Aber das Abendessen ist fertig. Mal wieder Haare waschen. 19 Grad hat's Wasser. Sehr angenehm. 5 Liter Benzin getankt für den Außenborder. 5 Minuten zu Fuß von der Strandbar weg, wo wir gestern ein Bierchen getrunken haben, hat sich angeboten. Haben wir Glück gehabt, dass die hier gleich um die Ecke ist, ja? Wir sind versorgt, dass wir auch ins Land kommen. Und den haben wir da drin, den Kanister im Rucksack. Machen wir jetzt noch zu. In der Tüte haben wir ihn reingemacht, dass es nicht stinkt. Ich habe gerade den Anker hochgeholt, oder wir beide haben gerade den Anker hochgeholt. Und heute machen wir ein bisschen mehr Strecke. Heute geht es rüber an die Mani, das ist der zweite Finger vom Peloponnes. Und da waren wir aber unten rum um das Kap und dann gehen wir da in eine Bucht, die wir uns ausgeguckt haben. Port Caigo heißt die. So ist der Plan. Momentan ist noch kein Wind. Soll am Nachmittag was kommen, vielleicht schon gegen Mittag. Mal gucken, wann wir segeln können. Ja, der Nachteil von unserem großen Bimini ist, dass wir nicht ins Groß gucken können. Und das ist Andi immer da hinten, um Segel einzustellen. Zum Gucken, ob alles passt. So, passt ganz gut, ist er. Jetzt fühlt es sich besser an wie vorhin, gell? Ja, ja. So, jetzt haben wir zum dritten Mal hier die Genua herausgeholt. Immer wenn wir sie draußen hatten, nach 10 Minuten ist der Wind wieder zu wenig geworden zum Segeln. Alle guten Dinge sind drei, vielleicht klappt es jetzt. Ist ganz spannend, wenn man dann sieht, wer da noch so alles unterwegs ist auf dem AIS und dann kann man mit dem Fernglas gucken und sieht dann die Boote auch, ist irgendwie interessant. Wir haben geschiftet und jetzt geht's ums Kap rum. Ja, die Kap sollte man nicht unterschätzen. Es blast wie Sau. Jetzt müssen wir nur noch bis da vorne in die Bucht kommen.
Ja, jetzt ankern bei 30 Knoten Wind. Prima. Und das ist jetzt Porto Cagio. Doch ganz schön viele Boote hier, mehr als wir erwartet haben. Und Andi macht die Ankerentlastung hin. Ja, und die Markierung, wo man da unten an der Kette sieht, grün-gelb, ist unsere 60er-Markierung. Wir haben 60 Meter Kette draußen. Auf 9 Meter geankert. Ja, und so ganz so viel mehr Kette können wir auch nicht mehr geben. Viel mehr haben wir nämlich nicht. Und Segeln macht hungrig, gell? Jetzt gibt's leckere Brotzeit. Und ganz tolle Avocados haben wir bekommen. Da freuen wir uns jetzt richtig drauf. Guten Morgen, Sonne geht schon auf. Echt immer wieder schön, aber ich lege mich noch mal hin. Es ist 7:45 in der Früh, eigentlich schon noch ganz schön früh. Und irgendwie ist die halbe Bucht leer, ist der Hammer. Alle schon weg, also in der Dämmerung habe ich heute gesehen, dass einer abgelegt hat. Ja, jetzt haben wir dann Platz. Schön. Heute haben wir Uschi und Wolfgang getroffen. Den Wolfgang kennen wir schon, den hatten wir schon in Privés an der Marina kennengelernt. Und jetzt ist er mit seiner Frau unterwegs und jetzt haben wir uns hier in Porto Cagio wieder getroffen. Und jetzt machen wir gleich eine kleine Wanderung. Haben wir es doch schon getroffen. Bei uns geht es jetzt weiter zum nächsten Finger vom Peloponnes. Da müssen wir um das Kap Malea rum. Und da ist noch eine sehr schöne Insel vorgelagert, die Elafonissos. Die wollen wir uns auf jeden Fall auch noch anschauen.
Jetzt kommt der Wind aber die nächsten Tage immer aus unterschiedlichen Richtungen. Dann müssen wir mal gucken, dann soll auch sehr viel Wind kommen. Bei Elafonissos können wir wahrscheinlich nur eine Nacht ankern. Dann müssen wir gucken, dass wir weiterkommen, weil wir dann keinen geschützten Ankerplatz mehr haben. Und dann müssen wir schauen, dass wir um das Kap rumkommen. Da soll richtig viel Wind kommen. Und bei viel Wind kann man am Kap auch nirgends bleiben. Müssen wir gucken, dass wir vom Kap dann wegkommen. Dann soll ein paar Tage später wieder aus der entgegengesetzten Richtung sehr viel Wind kommen. Naja, es wird spannend die nächsten Tage. Und das gibt's aber alles im nächsten Video, weil dieses Video ist jetzt hier zu Ende. Wir freuen uns wie immer über eure Likes, wenn euch dieses Video gefallen hat, über nette Kommentare. Ihr könnt gern unseren Kanal abonnieren, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Bis dann. Tschüssi.